Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meiner Kunstbewertung. Ich habe aber vorher noch kurz etwas zu sagen oder viel mehr zu erklären. In diesem Video gibt es ein Bild, in dem ein Künstler den Dossier eines anderen gezeichnet hat und diesem eine neue Haarfarbe gegeben hat. Dazu möchte ich nur kurz etwas anmerken, da ich es für wichtig halte. Jeder Künstler reagiert natürlich anders auf Änderungen in seiner Musik, daher sollte man bei Designänderungen immer nach Erlaubnis fragen. Ich zum Beispiel fände es persönlich nicht sehr gut, wenn man bei meinem Osilivia die Haarfarbe ändern würde, da ich dies zum großen Teil zum Design dazu zähle. Im Gegensatz dazu habe ich kein Problem damit, wenn man die unterschiedlichen Sachen zum Anziehen gibt. Bei meinem Avatar, den ich auf YouTube nutze, habe ich generell kein Problem mit Änderungen. Und natürlich sollte man am Ende nicht vergessen, den Besitzer des Osis in der Beschreibung zu nennen. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir jetzt endlich mit den Bildern an. Heute habe ich die Künstler Following the Rabbit und Michuyu mit jeweils zwei Bildern für euch. Das erste Bild von Following the Rabbit ist dieses Fanart von Prinzessin Peach, die ein Lunch und eine Essenspause eingelegt hat. Es wurde für die DeviantArt-Gruppe von der Nintendo Girls Club und deren Times of Zine gezeichnet. In der Zine ist eine Fanzeitschrift von Fans für Fans, falls das jemanden interessiert. Ich finde es schön, Prinzessin Peach mal ohne ihr Kleid zu sehen. Der Körper in diesem Bild ist gut ausgearbeitet, nur ihr Torso wirkt auf mich etwas zu lang geraten, wie auch ihr hinteres Bein etwas zu lang aussieht. Durch den gestreckten Körperbau wirken auch die Oberschenkel etwas deplatziert. Dafür sind Peachs Hände in diesem Bild wirklich gut gelungen und das Polygongemüse im Hintergrund ist auch schön gezeichnet. Wobei mir die Oktaeder zum Beispiel in der Paprika missfallen, aber diese sind auch im Spiel vorhanden. Ich selbst modelliere auch gerne 3D-Models und arbeite mit ihnen in einer Engine und dabei versucht man gerade Oktaeder zu vermeiden. Aber genug davon, das hat jetzt mit dem Bild jetzt nichts zu tun. Die Linien sind sauber und schwungvoll ausgearbeitet. Die dünnen Linien passen zu dem Gesamteindruck des Bildes. Mit dickeren Linien würde es schnell zu voll wirken. So hat man etwas mehr Raum für Details, wie zum Beispiel das Flechtmuster des Sommerhutes. Auch die Entscheidung für farbige Linien gefällt mir. Sie gibt dem Bild eine angenehme Weiche. Das Bild ist komplett und sauber ausgemalt und es ist auch gelungen, dem Bild durch gezielte Nutzen von Strichen und Streichtägen eine passende Textur zu erzeugen. Besonders das Gemüse gefällt mir hierbei sehr gut. Ich weiß, dass man mit Stiften und ähnlichem, was die Farbe angeht, etwas eingeschränkter ist, als wenn man digital arbeitet. Und dafür sind die Farben gut ausgewählt und passen zusammen. Ich hätte für das Gemüse nur irgendeine etwas geringere Sättigung genommen. Im Moment hat vieles eine ähnliche Sättigung, so kämpft alles gleichzeitig um Aufmerksamkeit. Ein Bild lässt sich oft angenehmer ansehen, wenn nur ein Teil eine höhere Sättigung hat als der Rest. Wie es sich für einen sonnigen Tag, der eines Picknickwürdiges gehört, ist das schön hell. Die Schatten haben eine einheitliche Lichtquelle, besonders die dezenten Highlights gefallen mir sehr gut. Auch die Schatten an Peach sind schön und sauber ausgearbeitet. Nur der Schattenwurf des Gemüses funktioniert nicht wirklich. In diesem Bild werden alle Seiten so bestrahlt, als wären sie ein flacher Körper mit nur leichter Erhebung. Da es sich aber um komplette Formen handelt, würden einige Seiten hinter anderen liegen und kein Licht abbekommen. Du kannst dir als Referenz ein paar Screenshots aus dem Bild ansehen, dort kann man es besser sehen, was ich meine. Prinzessin Peach ist gut ins Hintergesetzt und wie schon gesagt, gefällt mir der Outfitwechsel sehr gut. Es ist eine schöne Abwechslung. Wie schon vorher erwähnt, könnte man die Sättigung der Farben für das Gemüse im Hintergrund etwas herausnehmen. So würde auch Peach noch etwas mehr in den Mittelpunkt rücken. Mir gefallen diese ganzen kleinen Details im Bild sehr gut. Sie sind wohl platziert und in einem angenehmen Ausmaß vorhanden. Das Bild wirkt gefüllt, aber nicht überladen. Ihr Sandwich sieht auch sehr lecker aus, da bekommt man noch gleich Hunger. Eine gesunde Ernährung ist richtig und wichtig, um durch den Tag zu kommen. Wie soll man da noch mit leerem Magen ein so tolles Bild zeichnen können? Das zweite Bild von Following the Rabbit ist diese dicke Sphinx-Katze mit dem wundervollen Namen Grungus. Diese Katze wurde im Auftrag eines von Following the Rabbits Freunden gezeichnet. Ich muss dir echt recht geben, ein Nein zu diesem Bild wäre eine echte Schande. Die Form der Katze ist gut gewählt und der genutzte Comic-Stil gefällt mir. Die Fettfalten sind gut und einheitlich platziert. Besonders gefallen mir seine ovalen Augen mit dem leichten Silberblick. Zusammen mit der herausgestreckten Zunge lassen sie die Katze dümmlich aussehen. Nur die Ohren wirken auf mich etwas seltsam oder vielmehr der Übergang vom Kopf an den unteren Teil der Ohren. Diese wirken eher so, als wären die Ohren nur angetackert und nicht angewachsen. Auch hier sind die Linien sauber ausgearbeitet, es gibt nur minimale Dellen, wie zum Beispiel an dem unteren Teil des grünen Auges. Die für einen Comic-Stil doch sehr dünnen Linien passen zu diesem Bild, da sie mit einer Menge Details ausgeglichen werden. Auch gefällt mir die Einfärbung der Linien in diesem Bild, die es so weicher wirken lassen. Die Farben sind wirklich schön getroffen und passen zum Stil des Bildes. Es ist auch komplett sauber und einheitlich ausgemalt. Dadurch, dass fast alles von dem Rosa dominiert ist, stechen die zwei farbigen Augen besonders heraus und geben dem Bild eine schöne Abwechslung. Ich würde mir nur etwas mehr Varianz in den Rosafarben wünschen, wie zum Beispiel ein anderes Rosa für die Ballen, die Nase oder die Zunge. Die direkte Beschung von vorne ist gut umgesetzt. Auch die weiche Schattierung gefällt mir persönlich sehr gut in diesem Bild. Die härteren, dezenten Lichtkanten sind eine sehr gute Ergänzung. Nur sind diese nicht ganz einheitlich platziert. Im Gesicht sind sie symmetrisch angeordnet und am restlichen Körper sind sie alle an der linken Seite platziert. Die Katze ist gut präsentiert und in Szene gesetzt. Die schmale weiße Umrandung vor dem transparenten Hintergrund gefällt mir sehr gut.
Sie ist nur leicht sichtbar und eine gute Trennung, da sie das Bild zusätzlich etwas hervorhebt. Die Augen sind durch die starke farbliche Abhebung zum Rest der Fokuspunkt der Szene. Following Rabbit, dein Freund hatte echt eine lustige Idee und du hast diese hervorragend umgesetzt. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und habe eine gute Zeit zusammen mit deinen Freunden. Jetzt ist Michuyu an der Reihe. Ihr erstes Bild ist diese interessante Szene, zu der es leider keinerlei Beschreibung gibt. Ich finde dieses Bild wirklich sehr interessant. Die meisten Bilder, die ich bisher bewertet hatte, waren immer Charaktere. Jetzt einmal eine reine Szene zu bewerten, ist eine nette Abwechslung. Als erstes fällt mir das Monument auf der Insel auf. Es hat eine wirklich interessante Form, gerade die vielen ausgestanzten Linien und Punkte sind ein nettes Detail. Leider hat dieses Monument keine eigene Tiefe. Ich glaube, dass es das Bild noch etwas interessanter gestalten würde, wenn zum Beispiel eine Säule oder Fuß weiter vorne wäre. Oder man könnte Rundungen oder Kanten hinzufügen, um dem Monument Tiefe zu verleihen. Ich werde im Punkt Schatten und Licht noch einmal darauf zu sprechen kommen. Die Form und die Idee der fliegenden Insel selbst ist gut. Nur die vielen gleich großen Kanten finde ich unvorteilhaft. Sie wirken unruhig. Ich denke, mit ein paar größeren Flächen zwischendurch wäre das Bild angenehmer anzusehen. Die Kanten in diesem Bild wurden wirklich gut genutzt, um Ebenen zu erschaffen und den Fokus zu setzen. Die Insel mit dem Gebäude stehen im Fokus und haben daher scharfe Kanten. Alles, was sich im Vordergrund oder Hintergrund befindet, ist verwaschen. Dieses Bild ist ein schönes Beispiel dafür, wie man durch das Verwischen verschiedener Teile des Bildes etwas in den Fokus rücken kann. Durch die grüne und gelbe Farbpalette ist das stimmig und gibt dem Bild eine ruhige Atmosphäre. Die verschiedenen Grüntöne sind gut genutzt und lassen die Szene trotzdem nicht eintönig wirken. Das Gelb ist eine schöne Ergänzung und funktioniert gut als Highlight. Nur die geschwungenen Linien im Hintergrund gefallen mir persönlich jetzt nicht so. Sowohl im Hintergrund als auch im Vordergrund ist die Beleuchtung durch die Sonne schön und einheitlich umgesetzt. Da die Insel flach ist, funktioniert hier auch die Beleuchtung. Durch die jetzige Beleuchtung wirkt das Monument komplett flach. Hier könnte man zum Beispiel mit einer Lichtkante an der Seite eine Rundung erzeugen. Dies wurde auch versucht, nur wirkt diese sehr, sehr schwach, da sie doch sehr dünn ist. Gerade bei farbiger Beleuchtung bietet es sich an, die Kanten etwas heller als die eigentliche Lichtquelle einzufärben. Ich selbst arbeite hier gerne mit verschiedenen Ebeneneffekten in Photoshop. Viele Zeichenprogramme haben solche Funktionen, es lohnt sich, diese einfach mal auszuprobieren. Wie bereits erwähnt, ist die Insel mit dem abstrakten Bild im Fokus. Die Platzierung der Insel ist meiner Meinung nach gut gelungen. Gerade, dass sie weder im Zentrum ist, noch auf die dritte Regel passt, gefällt mir. Es gibt dem Bild etwas Mystisches. Gerade Bilder, die mysteriös oder mystisch wirken wollen, sind meiner Meinung nach ein gutes Beispiel dafür, dass man gewisse Effekte damit erzielen kann, sich eben nicht an gewisse Richtlinien, wie zum Beispiel im Goldschnitt, zu halten. Dennoch schade es sich, diese Richtlinien und Regeln zu kennen. Sie existieren aus einem guten Grund. Wer diese Regeln kennt, kann sie für seine Bilder nutzen, um gewisse Stimmungen zu erzeugen. Das zweite Bild von Michuyu ist dieses Porträt von Marek, einem OC eines anderen Leviat-Nutzers. Und da es sich um ein OC eines anderen Künstlers handelt, habe ich mir natürlich dessen Bilder auch angesehen. Konnte leider nur eines finden und dort hatte er braune Haare und grüne Augen. Anscheinend hat er sich für Michuyu die Haare gefärbt und Kontaktlinsen eingesetzt. Dazu hatte ich ja am Anfang bereits was erwähnt. Wie am Anfang gesagt, sollte man, wenn man solche Änderungen an einem fremden OC vornimmt, die Einwilligung des Besitzers einholen. In diesem Fall scheint dies gemacht worden zu sein, da sich der Besitzer von Marek in den Kommentaren bei Michuyu dafür bedankt. Mir gefällt sein schmales Gesicht sehr gut und es hat eine schöne Form. Sein Hals wirkt dezent zu lang und auch der Haaransatz ist etwas seltsam platziert. Ich füge kurz zwei Linien ein, um es besser zu zeigen, was ich meine. Die graue Linie ist der Haaransatz, wie er in dem Bild ist. Ich habe einfach die Enden etwas verlängert, wie es weitergehen könnte, würde. Man sieht es halt durch den Pony nicht. Und man sieht, es ist halt auch sehr gerade und zeigt halt sehr nach oben. Wobei man ja eigentlich beim Haaransatz die Rundung des Kopfes mitnehmen würde. Ich hoffe, man hat das so verstanden. Zum größten Teil sind die Linien sauber ausgearbeitet, nur die Haare sind mir ein paar kleine Dellen aufgefallen. Die dünnen Linien passen zu einem Anime-Stil und durch die etwas unterschiedliche Dicken in der Linie entsteht eine angenehme Dynamik. Das Einfärben der Linie finde ich hier nicht ganz so gut umgesetzt. Meiner Meinung nach ist das Pink für den einen Teil der Haare zu gesättigt und hell. Auch gefallen mir persönlich die einzelnen Strähnen in den Haaren nicht. Die Farbwahl ist interessant gewählt und die Trennung am Scheitel ist eine nette Idee. Ich persönlich finde, die Farben sind etwas zu intensiv im Vergleich mit dem Rest des Charakters. Das Highlight des Bildes für mich sind auch die Augen. Der Verlauf von grün zu violett ist wirklich sagenhaft. Der Hintergrund ist gut gewählt, er lenkt nicht von dem Bild ab und hat trotzdem eine eigene Dynamik in sich. Die sanften und weichen Schatten im Gesicht sind eine schöne Abwechslung. Auch in den Haaren wurde dies versucht umzusetzen, doch wirkt es hier durch die Strähnen, die ich im Punktlinien schon erwähnt habe, nicht ganz so gut. Auch gefällt mir persönlich der Lichtkranz nicht. Ich finde, diese lassen die Haare schnell fettig oder nach Plastik aussehen. Die harten Schatten an den Klamotten passen auch nicht zu den restlichen weichen Schatten. Auch hier glänzen die Augen durch den Einsatz gezielter Highlights. Der Blickfang des Bildes sind seine Haare, die durch ihre intensive Farbe die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Erst danach achtet man auf die wunderschönen Augen. Was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, aber ich persönlich finde, dass sich für die Augen wesentlich mehr Mühe gegeben wurde als für die Haare. Generell habe ich das Gefühl, die Haare passen nicht ganz zum Rest des Bildes. Jeder hat so seine Problemzonen und vielleicht lenkt mich auch nur die kräftige Farbe und die Strähnen so ab. Dein Logo gefällt mir übrigens richtig gut. Ich hoffe, du hast auch weiterhin so viel Spaß beim Zeichnen.
So, das waren die beiden Künstler für dieses Video. Wenn auch du möchtest, dass ich deine Bilder bewerte, kannst du mir auf DeviantArt oder auf Facebook eine Nachricht schreiben. Beides habe ich in der Beschreibung verlinkt. Ich komme mir gerade vor wie so ein Klinkenputzer, der euch ein Produkt andrehen möchte. Aber ohne eure Bilder kann ich dieses Format nicht weiterführen. Dabei habe ich wirklich viel Spaß, diese Videos zu erstellen. Und ich hoffe, ich kann dieses Format noch weiterführen. So, dann danke für das Interesse und habt einen schönen Tag. Man sieht sich.